Willkommen zurück zu The Last. Fangen wir nochmal an. Willkommen zurück zu The Last of Us Part 2 hier auf Nether Media Fly von mir und Dre. Und guck mal, Leute. Das Bild sieht ganz anders aus, oder? Ja, fuck. Ja, fuck. Ah, das hat mich gerade nicht in Ruhe gelassen. Und ich habe einmal ganz kurz was nachgeguckt, was vielleicht hätte sein können. Ja, scheiße. Ich habe zuletzt PS2-Spiele aufgenommen und ich habe meinen Konverter auf die Auflösung von der PS2 eingestellt. Also auf 720p, 60 waren trotzdem 60 Frames. Dadurch hat er das runter skaliert. Das heißt, er hat auch das Bild hier die ganze Zeit auf 720p runter skaliert. Und Leute, ab jetzt ist das Bild flüssig. Guck mal, wie flüssig das ist. Oh Mann, ey, das ärgert mich richtig. Am liebsten würde ich jetzt nochmal komplett von vorne anfangen. Was ist das jetzt? Folge 14 oder was? Ja. Ich hoffe, das hat euch nicht zu sehr davon abgehalten, das Spiel irgendwie zu genießen. Ab jetzt wird's besser. 2 Minuten hat das gerade gedauert, aber ich musste halt erstmal drauf kommen, ne? Hey, Davis! Suchen in unserem alten WLF-Verstecken nach Vorräten. Es ist vermutlich ziemlich sinnlos, aber jedes bisschen hilft. Nimm mit, was du kannst und komm dann in die Serena. Serena. Und mach dir keine Gedanken wegen Benzin, wir kümmern uns darum. Mike. Ach guck, mit Mike arbeite ich heute Abend. Hoffentlich ist er nicht auch bei der WLF. Wasn't Joel all about coffee? Kidding me? He'd trade half his stuff for a bag of beans. I never got it. Tastes like burnt shit. Thank you. What? Acquired taste my ass. Ellie, wir waren doch noch Freunde bis gestern. 80er Jahre Actionfilme und so. Wieso magst du jetzt auf einmal keinen Kaffee? Schlechtestes Spiel 2020. Das ist der absolute Skandal. Ellie mag keinen Kaffee. Ja, ist wahrscheinlich besser, ne? Wenn man nicht nach etwas süchtig ist, was es im Moment nicht so richtig gibt. Ist das wahrscheinlich was Gutes. Ist, glaube ich, generell gut, wenn man nicht nach irgendwas süchtig ist, oder? Wahrscheinlich. Leute, guckt doch mal, wie flüssig das jetzt läuft und wie viel besser das auf einmal aussieht. Und wie viel besser ich wirke, dadurch, dass ich mich noch kleiner gemacht, oder was heißt noch kleiner, wieder kleiner gemacht habe. Und ich weiß nicht, jetzt muss ich nur noch das Problem rausfinden, warum mein Kamerabild so krass unscharf ist. Und nein, das liegt nicht an mir selbst. Hahaha. Sondern... Oh, shit. Ich bin erschrocken. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Ja. Ja. Ich nicht. Ich fand das gut. Ich habe das Blut gesehen, dachte, fuck, da ist bestimmt jemand. Und im nächsten Moment springt die hier aus dem Scheißhaus raus. Oha. Das war ein guter Jumpscare. Was ist das? Barkos. Was? Wenden stand da gerade? Hier. It says Barkos on it. What do you think it's for? No clue. Let's keep an eye out. Might be worth checking out. Die sind schon, hat sich's gelohnt, dass wir nochmal nachgucken. Ach stimmt, sie hatte doch gestern auch irgendwas geschrieben von... und fünfte. Ach, das ist wahrscheinlich hier, oder? Spring Street und fünfte. Ja, wir sind in die Fifth Avenue, sind wir längs. Aha, guck. Dann sind wir jetzt gerade da, wo sie das Fragezeichen markiert hat. Okay, cool. So, wie craftet man nochmal? Ah ja. Ich wollte jetzt hier mal gucken. Habe ich immer noch nicht genug, oder was? Oh Mann. Ich muss Lappen loswerden. Da liegt ein Lappen, den ich nicht benutzen kann. Den ich nicht einsammeln kann. Das wäre Verschwendung, ne? Einfach nur, um den Lappen jetzt einsammeln zu können. Na gut. So, aber sie hat das hier noch nicht abgehakt, also muss hier dann noch irgendwas sein. Oder jetzt liegt es daran, dass der Lappen da noch liegt, das weiß ich nicht. Das wäre ziemlich blöd. Nee, glaube ich aber auch nicht. Flaschen durch Fenster schmeißen macht richtig Spaß. Als wir unsere alte Hütte abgerissen haben. We cleared this place out. Okay, siehst du. Oh, so nämlich.
Ich habe früher Wodkaflaschen gesammelt und die waren noch da und dann haben wir die alten Wodkaflaschen durch die Fensterscheiben geschmissen. Deswegen weiß ich, dass das Spaß macht. Oh Gott. Keine Zeit. Ach, sie kann auch nicht weiterreiten, während sie liest. Ist auch doof. Nur doof in diesem Spiel. Kein Wunder, dass das so schlecht bewertet wird. Das ist ganz interessant. In meinem, ich habe so ein, eine App für meine Spielesammlung, um da meine Spieleliste irgendwie einen Überblick zu behalten. Und da habe ich dieses Spiel auch eingetragen. Und ich hatte es ja einen Tag vor Release. Und da war der Wertungsdurchschnitt, das, die App zieht sich dann auch mal den Wertungsdurchschnitt, auch von Metacritics, glaube ich, der lag bei 95%. Ich bin mir fast sicher, dass es eins der höchst bewertetsten Spiele zu dem Zeitpunkt war. Aber wie gesagt, vor Release, da waren die User-Bewertungen noch nicht mit drin. Ach, guck mal, da ist der Knochen, cool. Ach, Barkos Deliveries. Ja. Barkos. Hey, isn't that the key you found? Danke, ich habe den selbst gesehen. Aber finde ich gut, dass ihr mir so ein bisschen versucht zu helfen. Ich bin ein bisschen doof. Wie man es macht, ist verkehrt. Ne? Wenn sie einem die Rätsel zu schwierig machen, wie in Silent Hill, bin ich am Meckern. Wenn sie es zu einfach machen, bin ich am Meckern. Shit. I got it. Let's see what we got in here. So, letzter Kaffee für heute. Muss auch wieder reichen. Oh, ich schmeck wie verbrannte Scheiße. Mit Zucker. Weil keine Milch mehr da ist. Wie du siehst, ist es keine Milch im Haus. Some kind of WLF something. Denn Milch ist Gift. Guck, jetzt aber sehr dunkel für euch. Wieso ist das für euch jetzt? Achso, weil mein Bildschirm heller gestellt ist. Ja, okay. Ha! Tourist bin ich. Bear your fangs. Irgendwas mit seinen Zähnen. Sie halten uns für Schafe, zeigt die Zähne. WLF propaganda reminds me of the fireflies in Boston. In New Mexico we had these guys called the Ravens, protectors of the Constitution they called themselves. What was their deal? Ex-Fedra types who thought Fedra had too many rules. They ran protection rackets, they took multiple wives. Great dudes. Ugh, yikes. Yeah. Interessant, wie sie die aktuelle Lage irgendwie versuchen, ein bisschen wiederzugeben, indem sie es einfach anders nennen und so. Aber es ist eindeutig zu erkennen. Selbst in einer von Pilzsporen ausgelösten Zombie-Apokalypse gibt es immer noch faschistische Scheißspacken, die denken, sie hätten... Verzeihung. Sie hätten das sagen. Wenn sie nur genug Leute... Goonie and Ghost would have loved this. Unterdrücken. Und dadurch kann ich jetzt was? Who? They were these feral cats I had before I came to Jackson. Oh nein, Clipping-Fehler, guck mal da. They didn't seem to want to leave with us, so... I miss those scratchy little shit sometimes. Da wächst das... You have any pets? Nah, it was never really my thing. Well, maybe when we're done with all this, we can get a nice little creature to take care of. Alright, deal. Sie plant aber schon ganz schön, ne? Da wäre ich mal vorsichtig, wenn sie deine Zukunft schon so fest mit verplant und so. Wir bauen uns eine Farm, wir holen uns Haustiere. Mann. Gut, dass sie nicht schwanger werden könnte, einfach so. Boah, stimmt das? Natürlich, wenn du homosexuell bist, ganz praktisch, ne? Kannst nicht einfach schwanger werden, kannst rummachen, so viel du willst. Muss dir da keine Sorgen zu machen. So, hat auch Vorteile. Wenn man von der Diskriminierung ständig absieht. I think we got everything here. Echt? Jetzt schon? Aber hier ist auch noch eine Map, die wir uns angucken müssen. Was ist das? Eine Map. Was their plans to hit that convoy? Man, WLF just wiped the military out. Way more successful than the Fireflies ever were. Guck mal, dieser Konvoi, das ist doch da, nach oben hin geht's unter diesen, unter dieses Parkhaus weiter, oder? Wenn da die Synagoge ist, City Hall. Wir müssen da irgendwie noch hinkommen. Ach ja, Schimmer.
Ich weiß nicht, wie ich den Gag jetzt hier unterbringen soll. Mache ich vielleicht noch, Tibby. Mache ich vielleicht noch. Nee, warte. Ach, verdammt. Nee, egal. Jetzt hätte ich sagen können, ich habe keinen Schimmer, wie ich den Gag hier noch unterbringen soll. Okay, damit ist er abgehakt. Hey, you nervous at all? About? After everything we found out about the WLF, it seemed more organized than I expected. Doesn't change anything for me. Just means we have to be more careful. At least they don't know we're coming for him. Exactly. We're gonna be okay. I know. All right. We should get back to the fuck Fedra gate before. Hast du es eilig oder was? Lass uns noch mal ein bisschen entspannt hier. See if we can find those WLF. Nee. Guck mal, da oben ist auch noch was markiert. Da waren wir noch gar nicht. Ich will da jetzt noch mal hin zu dem, was da gerade als Konvoi markiert war auf der Map. Da müssen wir auch noch irgendwie raufkommen. Da ist, guck mal, das sind sogar Kisten. Wobei ich natürlich nicht weiß, ob wir vielleicht nicht nochmal irgendwann wieder zurückkommen hier, ne? Mit irgendwie neuem Equipment und dann Sachen machen können. Oh Gott, vielleicht wird das wie bei Control, dass ich nicht weiß, dass es ein Metroidvania ist und nicht raffe, wie der Spielfluss funktioniert. Aber es muss irgendwie so sein. Oder... Apropos Control, diesen schönen... Hat so ein bisschen den Stil, ne? Brutalism nennt sich diese Architektur. Ja, ich habe ein bisschen das Gefühl, dass wir hier wieder zurückkommen. Dass wir vielleicht sogar von da wieder auf die Map zurückkommen werden. Weil ich sehe gerade keine Möglichkeit, da irgendwie hochzukommen. Vielleicht kriegen wir irgendwie ein Kletterseil oder eine Ausrüstung oder irgend sowas. Klar, von hier kamen wir ja. That was an adventure. Nee. I haven't found any of them yet. Hey, it's a big city. We barely started looking. Yeah, I know. Just thought we'd see one of them by now. In der Synagoge ist noch irgendwas und diesen, den Engländer, den schauen wir uns auch nochmal an. War ich da hinten schon mal? Ja, ne? Ganz am Anfang, glaube ich, als ich hier auf die Map gekommen bin, habe ich, glaube ich, hier hinten schon mal nachgeguckt. Sag es und reite währenddessen trotzdem dahin, um nochmal sicher zu gehen. Okay. Da wo die Bank. Wie die Zeit rennt, das macht echt keinen Spaß. Kann man die nicht mal ganz kurz anhalten? Können wir nicht mal ganz kurz mal... Wenn wir alle mal ganz kurz die Zeit anhalten, dann muss das doch funktionieren, oder nicht? Ja gut, aber genau, bei der Synagoge können wir ja nicht weiter rein. In dem Truck war auch nichts, ne. Hä, komme ich jetzt nicht mehr zurück? Da waren wir schon, ne? Von da habe ich die eine Folge gestartet, ja, okay. Gut, Stimmer, gib mal Gas jetzt hier. Hü-hü-hü-hü-hot. Holy. Da war der Safe. Kurthaus, das ist das so. Dann haben wir alles. Dann kommen wir da jetzt einfach auch nicht weiter hin. Verbarrikadiert. Schade, dass sie die Straßen nicht einzeichnet, so wie in Silent Hill. Dass sie verbarrikadiert sind, dass man da nicht weiter kann. Oder kann ich da rüberspringen? Nö.
Ne, dass jetzt hier auf der Karte einfach irgendwie das, weiß ich nicht, mit einem roten Edding oder so, so krisselmäßig macht. Oh, 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 oh. Aber es ist nichts zum Einsammeln, ne? Aber wir sind hier oberhalb, guck mal. Das bringt mir nichts, ne. Okay. Na gut, dann hören wir auf das, was Dina gesagt hat. Das war ein Abenteuer. Ja, entweder kommt man nochmal zurück oder... Ja, das glaube ich eher nicht. Es ist ja storygetrieben. Ich hätte jetzt gesagt New Game Plus, dass man dann irgendwie Ausrüstung bekommt oder so. Aber es ist ja ein storygetriebenes Spiel. Deswegen glaube ich nicht, dass sie einem Sachen vorenthalten, die man erst in einem weiteren Durchgang erspielen kann. Also gehen wir einfach mal davon aus, dass wir später nochmal wieder herkommen werden und dann die Möglichkeit haben werden, uns hier weiter umzuschauen. Also ab zum Fuck Fedra. Ich bin mir fast sicher, dass jetzt hier Leute rumlaufen werden. Okay, tun sie nicht. Gut. So, dann mal Glück, 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 Glück. Here we go. Alright. I got it. You put in the code. Wie? Ich muss nicht pullen? Ich bin beeindruckt. Hey, these old generators are pretty finicky, so might take you a few tries with... Oh. Sorry, go on. Nothing. Eastgate 2. Ich hab das Foto ja noch. Ach, scheiße, ich hab mein Handy aktualisiert. Nein, lasst mich in Ruhe. Nicht irgendwelche Standortgedönse. East 2, 5, 3, 4, 5. It worked. Well, no welcoming committee. Wir sind froh. Waiting for us. Stimmt, Serevina, das war das Hotel. Okay, da wollen wir hin. Let's look for a way in. Keep an eye on those windows. Sniper! Nein, Schimmer! Oh Gott, das Pferd wird sterben. Fuck, das Pferd wird sterben. Es hat einen Namen, das stirbt. Spoiler. Wenn Menschen sterben, ist ja kein Problem. Aber wenn Tiere sterben, die haben keinem was getan. Die sind einfach nur, die tun einfach nur das, was die Menschen wollen. Und dann müssen die sterben. Scheiße. Sorry. Was ansehen? Wolf. WLF. I get it. Oh yeah. That makes sense. Das habe ich in dem Moment gedacht, als ich das erste Mal WLF gesehen habe. Wie kommt ihr da denn? Wieso wird denn das jetzt erst an? Na egal, ist okay, ist okay. Ich bin auch nicht immer so schlau. Eigentlich bin ich nie schlau. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal schlau war. Warte mal. Nee, kann ich mich nicht erinnern, da war ich betrunken, glaube ich. Das ist schon ein paar Tage her. Nee, schlau war ich in letzter Zeit wirklich nicht. Oh Mann. Ich bin so ein Mensch, ich wäre gerne schlau. So. Ich wäre gerne intelligent, ich wäre gerne clever. You see that? Was sehe ich? Ah! Infected just hopped that fence. Oh, means we can get in that way. Ja, means. Shouldn't we hear gunshots or something? I don't know what's going on. Means vor allem, dass die Fences overjumpen können. Konnten sie das schon immer? Ja, ne? Einige. Oder verwechsel ich das gerade mit einem anderen Spiel? Das könnte auch sein. East One. Aber jetzt ist aber lame. Was müssen wir diesmal finden? Auch wieder Sprit? Die Kanister hat sie ja drüben gelassen, ne? You have a code for this gate? Not sure. Achso, oder haben wir den East One Code nicht? Das kann natürlich sein. Gut, Leute, die Folge ist schon wieder zu Ende. Ich gucke auf die Uhr und sehe, ich könnte noch zwei schaffen. Ich könnte die, also eine nächste gibt es ja definitiv, aber ich könnte vielleicht sogar noch, vielleicht schaffe ich noch eine. Sehen wir dann. Erstmal machen wir die nächste fertig. Guck mal, er geht da zielstrebig rein, er weiß genau, wo er hin will.
wo wir hin wollen, ist die nächste Folge. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen, wieder schon reingehen. Macht's gut, lasst ein Like, da würde mich freuen. Und vor allem für die Frames. Guck mal, wie viele Frames wir jetzt haben und wie viel mehr Auflösung und so. Voll gut. Andere Seite. Ich gebe einen Daumen. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Arcaniac. Grüße. Ciao, ciao.